Hi Leute, Daniel hat mich auf Facebook gefragt, kann ich meine Strandfigur dadurch bekommen, dass ich richtig hart trainiere oder ist die Ernährung der wichtigste Faktor? Und wie viel Ausdauertraining muss ich machen, damit ich alle drei Dinge perfekt kombiniert habe, um einen Top-Körper, also eine Top-Strandfigur zu bekommen? Daniel, deine Frage hat mit 6 Likes gewonnen diese Woche und deswegen kommt jetzt hier deine Antwort. Zunächst wollte ich noch mal kurz was zur Ernährung sagen. Da bekomme ich nämlich am allermeisten Fragen zu. Das ist wirklich, glaube ich, das Thema, was für die meisten Menschen am schwierigsten ist umzusetzen, weil es auch so viele unterschiedliche Ratschläge überall gibt und weil wirklich einfach das so verwirrend zu sein scheint. Deswegen habe ich ja auch den kostenlosen Video-Workshop eingerichtet, um genau diese Verwirrung aus dem Weg zu räumen. Und ich freue mich richtig doll, dass das letzte Video so gut angekommen ist. Ich habe richtig viel positive Resonanz von euch bekommen. Das freut mich sehr. Und auch zu den Rezepten auf dem Blog. Und ich wollte euch nur sagen, ich arbeite zurzeit an neuen Rezepten. Das heißt, ihr könnt immer mal wieder den Blog auschecken und auf die Rezepte klicken. Dann werdet ihr auch immer wieder ein paar neue Sachen erhalten dort. Und wenn du wirklich mal wissen willst, was du mit deiner Ernährung ändern kannst, also dass du wirklich mal anfängst, die Verwirrung auszublenden und wirklich ins Handeln kommst, dann melde dich jetzt sofort beim kostenlosen Video-Workshop an, falls du es nicht schon bereits getan hast. Okay Daniel, ich gehe jetzt mal von deinem Beispiel aus, ja? Nehmen wir also an, du trainierst richtig hart, damit denke ich mal, du meinst hauptsächlich Krafttraining, mehrmals die Woche, richtig intensiv und gleichzeitig achtest du aber nicht auf deine Ernährung. Das wäre so, wie als würdest du dein 500 PS Ferrari voll tanken, dann Vollgas geben, so richtig Vollgas geben und würdest dabei gleichzeitig die Bremse betätigen. Oder aber stell dir vor, du würdest ein Haus bauen im Winter auf einem zugefrorenen See. Das wäre wie Küssen ohne Zähne putzen. Morgens. Okay, das am Schluss war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, du verstehst meinen Punkt. Denn überleg mal, wenn du richtig intensiv Sport machst und dich richtig anstrengst, dann verbrauchst du eine Menge Energie. Das heißt, dein Körper verbraucht Ressourcen. Du verbrauchst deine Nährstoffe, du verbrauchst Mineralien, du verbrauchst deine Energiespeicher und das muss ja alles wieder hergestellt werden. Das heißt, die Anpassung an das Training kommt ja immer erst in der Erholungsphase wirklich erst zustande. Und da brauchst du doch die besten Stoffe, um deinen Körper zu unterstützen. Auch hier verweise ich wieder gerne auf meine Rezepte und noch auf vieles andere, was in Zukunft kommen wird. Wie kannst du dir jetzt aber am besten merken, in welchem Verhältnis ein gutes Training und die gute Ernährung stehen sollte? Ganz einfach, wenn 60 Leute sich im Fitnessstudio anmelden, dann werden 40 von ihnen nicht mehr als ein- oder zweimal pro Monat hingehen. Das heißt, auch ohne entsprechende Ernährung wirst du zunächst Erfolge haben mit dem Training. Das heißt, du wirst mehr Gewichte drücken können, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen Muskeln aufbauen, aber du bekommst keine Strandfigur. Kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Wie viel Ausdauertraining muss ich machen, damit ich alle drei Dinge perfekt kombiniert habe, um einen Top-Körper zu bekommen? Wie du bereits vom Video-Workshop weißt, gibt es drei Arten von Körperfett. Einmal das subkutane Fett, das ist das Fett, was du meistens morgens siehst, wenn du versuchst vorm Spiegel den Bauch einzuziehen. Das ist das Fett, was uns sich ganz gerne um die Hüfte herum einlagert und das ist im Prinzip auch das Fett, was wir verbrennen wollen, was wir immer weghaben möchten. Dann gibt es aber noch das viszerale Fett, das ist das Fett, was sich um die Eingeweide herum einlagert, vor allem im Bauchraum. Das ist diese berühmte Apfelform, die die Männer meistens nach einer Weile kriegen. Und dann gibt es noch den Fettspeicher im Muskel und der spielt jetzt hier beim Ausdauertraining eine ganz kritische, zentrale Rolle. 60% der Energie wird beim Ausdauertraining über die Fette gewonnen, aber wir verbrauchen hauptsächlich die Speicher im Muskel, das heißt die Fettreservespeicher in unserer Muskulatur und nicht die im Unterhautfettgewebe. Das bedeutet, die Fitnessindustrie hat sich seit den 70er Jahren, wo es mit diesem Fettverbrennungshype losging, verkauft sie uns seitdem ein Märchen, nämlich dass wir auf dem Laufband unglaublich viel Fett verbrennen werden. Ich kann euch genau sagen, wie viel Fett du verbrennen wirst, nämlich genau 30 Gramm circa pro Stunde am Stück. Grundlagenausdauer hintereinander.
Und deine subkutanen Speicher, also die, die du eigentlich verbrennen willst, die wirst du frühestens nach 2 Stunden am Stück Ausdauertraining verbrennen. Und jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, 2 Stunden am Stück auf einem Laufband rumzulaufen, ist nicht nur unglaublich anstrengend, nicht nur unglaublich schlaufend, nicht nur unglaublich demotivierend, sondern einfach total langweilig, öde, und die Effekte, die man dadurch hat, sind einfach minimal in Bezug auf die Fettverbrennung. Das heißt, wenn wir Fett verbrennen wollen, dann müssen wir nicht nur Ausdauertraining machen, sondern auch Krafttraining. Und wir müssen vor allem unsere Ernährung umstellen. Das ist der zentrale Punkt, wenn wir Fett verbrennen wollen. Das Ausdauertraining, schön und gut, erkläre ich gleich, was das für Vorteile hat. Aber zum Fettverbrennen, einfach nur ein Märchen. Ausdauertraining hat eine positive Wirkung auf unser Herz-Kreislauf-System. Das heißt, unser Herz passt sich der Belastung an, in Ruhe schlägt es dann langsamer. Da das Herz ja 40 bis 50 Millionen Mal pro Jahr schlagen muss, kannst du durch Ausdauertraining deinem Herz ca. 2 bis 4 Wochen Urlaub gönnen. Nämlich diese Schlagzahl wird ca. reduziert durch das Ausdauertraining. Du bist dann nicht mehr so schnell gestresst, du bist ausgeglichener. Und es hat noch viele andere Vorteile für unseren Stoffwechsel, für unser Energielevel. Welches Training brauchst du jetzt für eine Strandfigur? Ungefähr 2 Drittel Krafttraining und 1 Drittel Ausdauertraining, und dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du noch mehr Tipps zur Ernährung, zu deinem Training und zu deiner Gesundheit haben willst, dann geh einfach auf unsere Website www.zurstrandfigur.com und dann werden wir alle Fragen für dich beantworten, die du brauchst, um zu deiner Strandfigur zu bekommen. Okay, das war's von mir erstmal soweit. Wir sehen uns am Strand.